Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen kleinen Haul für dich und zwar geht es um Produkte von NYX. Die haben nämlich ihren Online-Shop zugemacht und hatten kurz vorher einen Mega-Sale. Das hatte ich auch auf meinem Instagram-Profil in meiner Story erwähnt. Da habe ich ein kleines bisschen zugeschlagen und auch ein bisschen was für dich mitgekauft, denn es gibt am Ende auch eine kleine Verlosung, mal wieder. Ich weiß auch nicht, was los ist zurzeit. Ja, und ich werde mich auch ein bisschen mit dir zusammen schminken, ein bisschen fertig machen. Fertig machen. Hübsch machen. Farbe ins Gesicht klatschen. Keine Ahnung. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich mache mich jetzt einfach mal zwischendurch so ein bisschen fertig. Da habe ich hier zum Beispiel den Love Perfectitude Hyaluronic Serum Primer. Den mache ich mir jetzt einfach mal drauf. Also ich hatte das ja schon mal in meinem Gesichtssammlungsvideo gesagt. So sieht es aus, wenn er rauskommt. Ne, das ist immer so ein bisschen... die Kügelchen müssen erstmal auf... ploppen. Ich mache mir dann immer zwei Pumpstöße auf die Hand und reibe mir das einfach so in mein Gesicht. Noch ein Pumpstoß für merkwürdigerweise Stirn und Hals. Ja, ich komme gerade von der Arbeit. Es ist Montag heute, wo ich das Video drehe und habe mich dann einmal kurz abgeschminkt. Ich nehme jetzt auch eben meine Ringe ab. Dann geht das nachher mit der Foundation noch etwas besser. Ja, also nur Mascara und Eyeliner hatte ich ja drauf, das habe ich dann eben abgemacht und jetzt wollte ich mich mit euch hübsch machen, denn wie gesagt, NYX hatte Ausverkauf und die sind jetzt wohl nur noch in den Drogerien zu finden, also sprich bei DM auf jeden Fall, woanders nur, ich glaube, weiß ich nicht, Müller oder so, ich weiß es wirklich nicht, weil wir hier ja keinen so wirklich haben und dementsprechend weiß ich nicht, aber das stand irgendwas von wegen, ja, wir sind nur noch in den Drogerien zu finden und haben keinen eigenen Online-Shop mehr und da gab es dann derbe Prozente. Also wer da Nein sagen konnte, keine Ahnung, ich konnte es auf jeden Fall nicht. Habe dann das ein oder andere mitgenommen, beziehungsweise in meinen Einkaufskorb gepackt, in meinen Einkaufswagen gelegt und auf Kaufen gedrückt. Während der Primer jetzt so einzieht, kann ich euch ja ein bisschen was zeigen. Ich habe hier zum Beispiel von NYX, ja, ich habe bei NYX im Onlineshop bestellt, okay, eine Lidschattenpalette, die Land of Lollies Palette und die kommt in so einer schönen Blechbox. Normalerweise hätte die gekostet 19,90 Euro und ich habe dafür unfassbare 5,95 Euro bezahlt, ich glaube für alle Lidschattenpaletten, die ich mir gekauft habe und das fand ich einfach unfassbar günstig. Wer sagt da nein? Auch wenn das vielleicht Farben sind, die man schon 5 Millionen Mal hat, aber die fand ich zum Beispiel ganz interessant, weil das halt so, ne, ganz bunte Farben sind und ein richtig tiefes Schwarz, ein richtig krasses Weiß und ansonsten halt wirklich richtig bunte Farben, die kann man auch schön Karneval verwenden. Ja, ne, eine coole Palette für 5,95 Euro anstatt von 19,90 Euro, wer sagt da nein? Ich nicht. Und ja, eigentlich ist es auch eine richtig schöne Blechverpackung, die man so als Box verwenden könnte. Eine zweite Palette, die ich mir mitbestellt habe, ist diese Whipped Wonderland Palette. Die sieht so aus. Auch die hätte normalerweise 19,90 Euro gekostet und ich habe sie jetzt ja für 5,95 Euro im Sale gekauft. Schöne Farben. Also das sind eher so diese Nude-Farben. Und ich habe ehrlich gesagt noch keine Lidschattenpalette von NYX, weil mir die bislang echt zu teuer waren. Und ganz ehrlich, da kann ich nicht Nein sagen. Für einen Preis, der so günstig ist. Und ja, die sollen ja auch immer sehr gut sein, deswegen. Und ja, sind auch hübsch und passen in meine Sammlung. Und ja, gefallen mir. So, ich fange jetzt auch mal so ein bisschen mit dem Schminken zwischendurch an. Ich habe so ein paar Rötungen, also das hält sich in Grenzen, aber ich habe ja diese Bella Pierre Color Correcting Palette für mich entdeckt, die ich sehr gerne mag zurzeit. Ja, dann nehme ich jetzt mal hier das Grün, das packe ich mir mal hier so auf meine Rötungen drauf. Mit dem Finger, ich bin da gar nicht so. Ja, man sieht dann immer etwas halbmäßig an den Stellen aus, die man ja eigentlich verdecken möchte. Aber dennoch, ja, in dem Moment, wo man es dann drauf macht, dann betont man das natürlich ein bisschen. Aber es wird sich ja gleich ändern. Keine Sorge. In einem Trash-Paket hatte ich hier diese NYX Foundation drin, die jetzt ja auch einfach zu diesem Video sehr gut passt. Deswegen nehme ich sie jetzt auch einfach mal. Und zwar ist die wirklich sehr hell. Ne? Das ist die Total Control Drop Foundation. Und ich habe die Farbe Light, glaube ich. Ja, Light. Mal schauen. Vielleicht funktioniert die ja so schon. Wäre natürlich wünschenswert, ne?
So, dann nehme ich mir jetzt erstmal hier so ein Beauty-Schwämmchen und mache das hier mit meinem Balea Wasserspray. Ist halt noch von letztem Jahr übergeblieben. Muss leer. Benutze ich dann für solche Sachen. Das mache ich erstmal nass. So, jetzt habe ich hier meine geschakerte Drop Foundation und mache mir davon mal so ein bisschen was auf meinen Handrücken. Oh ja, die ist schon sehr, sehr flüssig, ne? Mal schauen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, die könnte funktionieren von der Farbe her. Ne? Ich habe jetzt übrigens mal öfters versucht, meinen Beauty Blender tatsächlich auch in der Waschmaschine zu waschen und der hat es überlebt. Also das ist ja kein, das ist ja ein Make-up-Schwämmchen und kein Beauty Blender in dem Sinne. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, das mal zu probieren. Ich habe den sogar danach tatsächlich in den Trockner gepackt und auch das hat er überlebt. Probieren geht über Studieren, ne? Weil ich dachte, naja, wenn ich den jetzt irgendwie an der Luft trocknen lasse, kannst du ja auch mal im Trockner versuchen. Ich habe den bei 60 Grad tatsächlich gewaschen. Ich habe den vorher ein bisschen per Hand durchgewaschen und dann halt nochmal in die Waschmaschine geschmissen. In so einem Säckchen war der auch mit drin, ne? Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann kriegt ihr den auf jeden Fall auch, ja, rein, sage ich mal. Jedenfalls hat man das Gefühl, dass der dann halt richtig auch von innen richtig mal sauber wird. Ja. Da muss man die nicht so oft auswechseln. Das finde ich ganz praktisch. Ja, Sparfuchs ist am Start. Also ich finde, dass die Foundation ganz gut aussieht. Die legt sich wie eine zweite Haut auf meine Haut. Die deckt jetzt nicht so ultra. Und ich finde auch, dass die vom Finish her so leicht, 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 leicht ist. Also ganz dezent. Aber finde ich nicht schlimm. Das finde ich ganz angenehm. Also ich sehe das ein oder andere durch meine Haut noch durchschimmern. Aber ich finde es gut. Also von daher, ich mag diese Foundation. Die werde ich auch wohl mal öfters verwenden. Die ist cool. Ja, als Concealer habe ich hier meinen von Love. Das ist der Effectful Concealer Pan Radiance Booster. Genau, den habe ich euch auch schon öfters gezeigt. Das ist die Farbe Nummer 015 Wake Up Peach. Die hast du hier mit so einem Schwämmchen. Und dann pumpt man sich da was rein. Und hat dann hier die Farbe drin und kann sich das so unter die Augen tapern. In den Augeninnenwinkel auch ein bisschen. Ja, ne, wo man das halt überall so hinhaben will. Und dann nehme ich meinen Finger meistens und klöppel mir das so ein. Um meine feinen Äderchen auf den Augen abzudecken, mache ich auch ein bisschen was oben aufs Lid. So, dann haben wir das Gesicht schon mal so ein bisschen geebnet und jetzt pudere ich mich mal so ein bisschen ab. Hier habe ich mein Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Da bin ich ja fleißig dabei, das aufzubrauchen und benutze den Karl Lagerfeld und Model Co. Pinsel. Eigentlich ist es nicht unbedingt ein Puderpinsel, aber ich benutze den ganz gerne auch zum Abpudern. Dann mache ich mir jetzt mal die Augenbrauen und dafür verwende ich den Stift, den ich aus dem lieben Paket von der lieben Lea bekommen habe. Das ist hier von MAC, dieser Augenbrauenstift. Und hier ist die Farbe Light Brown. Den probiere ich mal aus. So sieht der aus. Das ist ja vorne so ein bisschen eckiger. So sieht man das auch vielleicht. Genau. Und dann fülle ich meine Augenbrauen damit mal aus. Und dann nehme ich mir ein Bürstchen und bürste mir das mal aus. Ich finde, dass der ziemlich dick ist. Also der, das ist schwierig damit zu arbeiten mit dem Stift. Also die Farbe gefällt mir, aber ich finde es schwer damit zu arbeiten. Die Form ist mir jetzt auch ein bisschen nicht so gut gelungen. Das sieht doch etwas klobiger aus, als ich es eigentlich haben wollte. Aber wir gucken mal, wie das nachher mit dem Make-up aussieht. Also mit dem Augenlook. Ich finde immer, man sieht so böse aus, wenn man nur die Augenbrauen gemacht hat. So sind wir Frauen. Verrückt, 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 dass wir uns sowas machen. Ernsthaft. So, und ich schminke jetzt meinen Augenlook mit der Palette, die du in diesem Video gewinnen kannst. Steht alles dafür in der Infobox, was du machen musst. Ja, ich glaube schon. Und das ist die Sugar Trip Squad Palette. Die hätte normalerweise 19,90 € gekostet und ich habe sie für 5,95 € ergattert. So, das sind die Farben. Warte, ich nehme mal hier diese Folie ab. Wir schminken uns jetzt ja auch direkt damit. Oh, die ist aber fest dran hier doch. Also nicht die könnt ihr gewinnen, sondern ich habe ja eine zweite, ne?
Das ist dann die für euch. Und das hier ist mal eine bunte Palette, oder? Ich habe mich auch heute sehr... Es ist mein Lieblingsoberteil, ich habe es ständig an. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe es extra jetzt hier fürs Video angezogen, ne? Aber, naja, ich habe hier drunter auch ein etwas bunteres T-Shirt. Also, ne? Wir sind heute etwas bunter unterwegs. Und ja, mit der Palette schminken wir uns jetzt. Nehmen wir uns zuerst mal hier einen Pinsel von BH Cosmetics. Das ist die Nummer 8. Das ist so ein... ja, vorne gerader Pinsel, einfach einer, womit man eine Base auftragen kann. Dann nehme ich jetzt hier diesen Ton, der keinen Namen hat. Das ist so ein peachiger Ton. Die Palette hat leider hier oben keinen Spiegel drin, aber das kriegen wir auch anders hin, oder? Halte ich mir einfach den Spiegel da oben hin. Wir sind ja flexibel, ne? Das ist so ein peachiger Ton, den ich mir jetzt hier als Base auftrage. Ich glaube, hinten drauf stehen die Namen, oder? Nö. Die haben keine Namen. Die Farbe ohne Namen. Bestellst du dir eigentlich so Kosmetiksachen auch direkt bei den Markenshops? Also hier wie bei NYX oder zum Beispiel bei BH Cosmetics kann man das ja machen. Oder bestellst du das lieber tatsächlich bei DM oder bei Douglas oder Flaconi, wo man dann halt auch mehrere Sachen hat? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dann in diesen Marken-Online-Shops, die da auch selber für zuständig sind, tatsächlich auch oft gute Rabatte bekommt oder schöne Gratiszugaben. Deswegen war ich da bislang immer ganz erfreut drüber, das machen zu können und finde es echt schade, dass NYX seinen Online-Shop zumacht. Ne? Muss ich wirklich sagen. Denn so ein Ausverkauf, wie das seinen im Online-Shop gab, hast du in den Läden ja nicht gehabt. Das ist ja 70% günstiger. Das ist der helle Wahnsinn. Ein bisschen Kickback hast du auch in den Paletten, in der Palette mit drin. So, was machen wir denn eigentlich für einen Look, Leute? Gehen wir mehr ins Bläulich? Nee, Blau mache ich mir nachher, glaube ich, hier unten an der Wasserlinie. Dann mache ich hier oben mal richtig Kabam mit diesen Rottönen und mit dem Pink. Das mache ich mir, glaube ich, in der Mitte, oder? Ja. Dann nehme ich mir den hier erstmal als in eine Lidfalte. Ui, gucke mal. Das ist Pigment und ich wollte das erstmal dezent, ne? Hä? Also ich versuche auch, mein Auge etwas mehr zu öffnen, weil ich habe ja so, ne, dass meine Lider halt so runterkommen, beziehungsweise auch meine Augenbrauen, dass ich das ein bisschen höher ansetze. Dafür gucke ich gerade in die Kamera und setze das dann oberhalb meiner Wimpern an. Also quasi so. Warte. Ne? Dadurch kommt das relativ weit nach oben, aber... Es ist halt nachher auch sichtbar. Und dann blende ich das auch so ein bisschen nach oben hin schon aus. Es geht ja mit solchen fluffigen Pinseln immer ganz gut, dass du dann auch immer einen schönen Übergang hast. Gehe ich dann nochmal weich drüber. Nachher wird das nochmal ordentlich verblendet, aber um halt schon mal so einen kleinen Anfang zu haben. So, dann möchte ich... Dann nehme ich mir hier dieses Dunkelrot. Und... Ich habe immer noch den gleichen Pinsel, ne? Funktioniert ganz gut mit ihm. Und gebe das mir hier auf das äußere Drittel. Tupfe das erstmal so ein und verblende es dann. Okay, jetzt dadurch, dass ich so viel auf dem Pinsel hatte, habe ich auch ein bisschen Fallout. Das auch leicht in die Lidfalte mit rein, die ja ein bisschen höher sitzt als die echte, ne? Das ist ja die falsche Lidfalte. So sieht das dann aus. So, dann hast du relativ angenehme Übergänge und es gefällt mir ganz gut. So, dieser Pinsel kommt jetzt dann erstmal weg und ich mache kurz das Fallout hier weg, weil das stört mich, das sowas irritiert. Ich mache dann immer so zwischendurch immer so tschupp, tschupp. Das gefällt mir einfach besser. So, dann nehme ich diesen Pinsel auch von der BH Cosmetics, von dem Pinselset. Das ist so ein angeschrägter Pinsel. Und gehe dann in dieses Orange. Das sind sehr viele matte Farben. Du hast hier einen Schimmerton übrigens, hier und hier. Ich glaube, die anderen sind alle matt. Ja. Das ist mal ein Orange, oder? Und den setze ich mir neben diese dunkle Farbe. Also ich möchte so einen richtig schönen Farbverlauf nachher an meinem Auge haben. Nein, ich gebe ihn mir einfach aufs komplette Lid. Ja, man darf auch mal, während man sich schminkt, umdisponieren. Denn das gefällt mir gerade ganz gut. So, da hast du dann so eine Art Sonnenuntergang, wie auch immer. So eine Morgenröte in deinen Augen drin.
und ziehe mir das auch so ein bisschen noch über meine natürliche Lidfalte drüber, damit es halt so ein bisschen hochgezogen wird. Ich weiß jetzt echt nicht, wie das wirkt, aber wir versuchen das mal, dass ich diesen pinken Ton nehme und mir den hier in die Mitte setze. Ich hoffe, dass ich das nicht allzu sehr verkacke jetzt. Also, ich gehe jetzt hier auch erstmal mit diesem Pinsel da rein. Der ist jetzt halt noch ein bisschen dreckig, ne? Von der Orangefarbe. Deswegen habe ich das jetzt hier auch so ein bisschen vermischt auf dem Pinsel. Das ist aber nicht schlimm, weil ich gleich nochmal mit dem Finger drüber will. Aber wenn ich jetzt hier mit dem Pinsel dran gehe, dann kommt irgendwie gar keine Farbe auf mein Auge, wenn ich das richtig sehe. Nö. Okay, wir machen es direkt mit dem Finger. Das passt sehr gut zu meinem Oberteil, ne? Die mag ich, die Farbe. Die schimmert auch ein bisschen. Aber da muss man schon ein bisschen mehr drüber gehen, um da überhaupt eine Farbabgabe zu kriegen, muss ich gestehen. Ist jetzt nicht mal eben so und dann hast du kabäm die Farbe. Aber ich finde es ganz schön. So, und hier in die Mitte von dem Auge gebe ich mir dieses Goldschimmernde. Auch das ist echt cool, ne? Oh ja. Das ist toll. Das ist richtig toll. Ne? Da hat man sich jetzt einen schönen Sonnenaufgang kreiert. Ich hätte das auch andersrum machen können. Aber so öffne ich mein Auge ja nochmal optisch. Gefällt mir. Da gebe ich mir noch mehr von drauf. So, jetzt nehme ich mir noch mal einen Blendepinsel. Auch das aus diesem BH Cosmetics Set. Das ist jetzt die Nummer 9. Und ich möchte das hier noch ein bisschen, nur ein bisschen dunkler machen. Und mache das ganz vorsichtig mit diesem Ton. Das ist so ein Pflaumeton. Und gehe da aber auch nur ganz vorsichtig mit dem Pinsel rein. Erstmal, um mich jetzt ranzutasten. Weil ich möchte vielleicht so ein bisschen was Dunkles noch hier außen hinsetzen. Und dann tapere ich hier so ein bisschen dran. Und verblende das ganz vorsichtig entweder in die Lidfalte oder eben wie bei mir in die künstliche Lidfalte, die ich ja etwas höher ansetze. Und dann blende ich das auch so nach oben hin zum braunen Bogen etwas aus. So, das sieht jetzt alles noch so unfertig aus, aber das finde ich nicht so schlimm. Bin ja noch gar nicht fertig. So, dann nehme ich mir jetzt hier nämlich aus der Rose Quartz Reihe den Pinsel Nummer 5. Auch das ist so ein Blenderpinsel, der ist ein bisschen dicker. Und gehe dann hier nochmal mit diesem Anfangston, mit der Base, die ich hatte, und verblende die Kanten nochmal. Der ist nämlich sauber und so verblendet man nochmal alles schön miteinander und verblende ich auch hoch bis in den braunen Bogen, um da schöne Übergänge zu schaffen. Hier in der Mitte blende ich auch noch ein bisschen. Was du halt nicht in dieser Palette finden wirst, sind so richtig, ja, Nude-Farben. Die gibt's hier gar nicht. Null. Nicht mal dieses Peachige, dieses Anfängliche zum Base-Setzen oder so. Das ist halt schon direkt eine Peach-Farbe, sodass du nicht keine Farbe auf dem Auge haben kannst, wenn du diese Palette verwendest. Ja, so ist das halt. Ein bisschen Kickback hat die Palette, ist aber nicht schlimm, weil sie ist ja schon gut pigmentiert. Da bin ich auch Fan von, muss ich gestehen. Ich nehme mir jetzt hier für meinen Inner Corner, weil da möchte ich ein pinkes Highlight setzen, diesen Pinsel. Das ist ein spitz zulaufender, ja, festgebundener Pinsel von BH Cosmetics. Die Nummer 11 ist das. Und den mache ich mir jetzt nass. So. Auf jeden Fall nehme ich mir ja hier wieder diesen Schimmerpink-Ton. Den hatten wir ja eben schon. Ich versuche es jetzt einfach mal, dass es nicht allzu furchtbar aussieht, ne? Und gebe mir den hier als Inner Corner Highlight rein. Ich meine, wir sind im Februar, es geht Richtung Karneval, da darf man auch mal, ne? In den Farbtopf reinfallen. Das geht wohl. Es ist ein bisschen gewagter. Aber ich finde es ganz nice. So. Den habe ich mir jetzt auch so ein bisschen nach unten hingezogen. Und jetzt kommt tatsächlich auch Und dann nehme ich mir hier einen Smudging Brush von Essence. Das ist so ein kleiner, den ich letztens mal gekauft habe. Es ist halt ein flacher Pinsel. Und ich bin jetzt echt am Überlegen, welche Farbe ich nehme. Ob ich jetzt wirklich dieses Giftgrün nehme. Das könnte sogar tatsächlich funktionieren. Ich denke, das ist... Ja, ich glaube, das trage ich mir in der Mitte so ein bisschen auf. Also oben verstärke ich kurz nochmal, um das Giftgrün nicht ganz so giftig nachher wirken zu lassen. Dann hast du die Kontraste nämlich nicht so heftig. So, und jetzt kommt mein Giftgrün, ne? Wie gesagt, hier mit dem Smudging Brush gehe ich rein, habe schön Pigment hier drauf und presse mir das in die Mitte. So,
Ne? Und außen gebe ich mir eine etwas dunklere Blaufarbe auf, ja. Das ist dieses Blau hier. Das ist eine matte Farbe. So sieht die aus. Ich habe die jetzt ja auch so ein bisschen mit diesem Grün gemischt, weil die ja noch auf dem Pinsel war. Und das gebe ich mir hier außen hin. Verblende das auch so, oder ziehe das halt so ein bisschen rein. Ich tupfe das ja alles nur, ne? Und da ich mir ja oben diesen lila Ton aufgegeben habe, passt das auch ganz gut zusammen. Das heißt, so ein kleiner Regenbogen. Und dann ziehe ich das hier so ein bisschen mit tupfendem, ja, ganz kleines bisschen nur hier rein. Dass du so einen Übergang halt einfach hast, ne? Dass du nicht einfach nur so eine abgekantete Kante hast. Abgekantete Kante, was ist abgeschnittene Kante? So. Und ich verblende das noch ein kleines bisschen miteinander. Nur ganz vorsichtig. Also ich, ne, ihr seht, ich mache es nur ganz vorsichtig, weil ich möchte keine Farbe ja wegmachen. Ich möchte das ja nur, dass sie sich miteinander vermischen. Und das funktioniert, weil Lila und Blau sich vermischen lassen und Rot halt auch, weil Lila ist Blau plus Rot. Jetzt mache ich noch ein bisschen Fallout weg. Und dann zeige ich dir mal, was ich so aus der Palette rausgeholt habe von Namen. Von wirklich Namen, ne? Aber ich bin da noch nicht fertig. Ich möchte oben ja noch gleich eben einen Eyeliner ziehen und meine Wimpern tuschen. Aber so sieht dann quasi der Look erstmal aus mit nur Lidschatten. Ich finde es ganz cool. Also da lässt sich gut was rausholen. Und ich finde eigentlich grün und blau unten unter dem Auge immer relativ kritisch, weil man weiß nie, wie das dann wirkt. Aber so finde ich es ganz witzig. So, ich mache mir jetzt eben nochmal Eyeliner drauf. Eyeliner habe ich von der lieben Lea auch in dem Paket drin gehabt. Das ist von The One, der Wonderliner. Ich hoffe, dass ich es jetzt echt hinkriege. Sie hat gesagt, dass es, oder von Oriflame ist es ja, ne? Dass es der einzige ist, mit dem sie sich einen vernünftigen Eyeliner ziehen kann. Lea, dein Wort, ne? In Gottes Gehörgang. Wir gucken mal. Okay, also ich finde den ziemlich dick. Wir gucken mal. Oh. Es wird ein dicker Eyeliner, ja. Aber wir sprachen ja von einem intensiven Look, oder? Ja, ich habe es jetzt wirklich sehr extrem gemacht und werde mir jetzt Mascara auftragen. Also eine Mascara habe ich auch von der lieben Lea in dem Paket gehabt. Das ist die Sexy Pulp Ultra Volume Mascara von Yves Rocher. Die habe ich damals so gesuchtet und jetzt trage ich sie mir auf. Es ist so ein bisschen für mich, ja, back to the roots fast schon, ne? Oh, die habe ich so ewig nicht mehr verwendet. So ein geiles Bürstchen, das ist richtig fett. So ein fettes, normales Bürstchen und dann halt in der Mitte ein bisschen schmaler. Ja. Die Mascara ist eigentlich richtig geil, aber durch diesen Eyeliner hat die gar nicht die Möglichkeit, so krass zu wirken. Ich komme euch aber mal kurz ein bisschen näher, dann siehst du auch so ein bisschen, wie das Augen-Make-up dann komplett aussehen würde. Ich finde, dass das ziemlich cool aussieht, oder? Also jetzt nicht unbedingt etwas, was ich normalerweise im Alltag trage, aber zu ganz besonderen Anlässen, keine Ahnung, ist ganz cool. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Alter, ich habe voll Riesenaugen. Okay, wir sind ja noch nicht fertig, ne? Das ist eben das. Ich finde es echt sehr gewöhnungsbedürftig bei mir. Also wenn man das normalerweise nicht trägt und dann auf einmal dann doch, ist krass. Ist wirklich krass. Aber ich finde es irgendwie schön. Es ist halt eine Kunst, ne? Also künstlerisch gelungen ist es definitiv. So, egal. Und zwar habe ich mir auch noch mitbestellt einen Liquid Highlighter. Das ist dieser hier. Der kostet normalerweise irgendwie 8,90 Euro und der hat jetzt nur noch 2,65 Euro gekostet. Also der helle Wahnsinn. Ja, ne? Dafür, dass es halt ein Liquid Highlighter ist und ich normalerweise kein Fan von Liquid Highlightern bin, habe ich mir gedacht, für 2,65 Euro kann ich das mal ausprobieren. So eine Tube ist das. Sieht sehr intensiv aus. Aber ich habe ein intensives Make-up drauf. Es wird, ist okay. Ich weiß nicht, ich swatch den erst, oder? Komm, erstmal vorsichtig sein. Oh mein Gott, guckt euch dieses Würstchen an. Guckt euch dieses Würstchen an. Schön, dass ich das mal sage. Sehr grob, sehr krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist, oh mein Gott. So ein, oh mein Gott. So ein richtig krasser, oh mein Gott. Gel, oh mein Gott. Wenn ich das mehr verreibe, ja, sehr, 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 sehr glitzerig. Oh mein Gott, ja, ganz vorsichtig benutzen.
Okay, ich versuche das jetzt mit meinem Finger. So. Schwierig. Aber ich glaube, es wird heftig. Ich ziehe das auch mal so ein bisschen hoch. Verteile das so ein bisschen. Was macht eher ein Schimmer als ein Glow, muss ich sagen. Klar, in Verbindung mit dem Augen-Make-up sieht es natürlich ganz cool aus, dass du so einen Schimmer da hast und glitzerst wie ein Einhorn. Ja. Okay. Ja. Nicht so ganz meins, ne? Aber es ist ja bald Karneval. Dann ist das in Ordnung. Aber ich glaube nicht, dass sowas etwas wäre, wo ich sage, okay, das trage ich auch in meinem Alltag. Also für einen Highlighter finde ich den noch zu wenig. Ich mache mal noch eine Schicht drüber. Dann glitzere ich zwar ganz extrem und sehe aus wie irgendwie ein Vampir, der in der Sonne steht, aber ist also mir Okay. gefällt es tatsächlich eher, wenn ich einen Highlighter habe, der jetzt nicht so grobe Glitzerpartikel da drin hat. Das sieht eher aus wie so ein Kinderglitzer, den man halt für Fasching verwendet, aber jetzt nicht unbedingt, naja, Erwachsenenglitzer. Erwachsenen-Highlighter, wie auch immer. Ne? Kann man machen, muss aber jetzt nicht unbedingt sein. Meine Meinung. Aber für 2,65 kann man das mal ausprobieren. Und ich möchte auch ein bisschen Highlight auf der Nase haben, aber das mit so einem Ding wird schwer, ne? Ganz bisschen. Okay, das ist doof. Dadurch trägt sich die Foundation ein bisschen ab. Naja. Ne? Ein bisschen was sieht man. Aber jetzt, ich sag mal, so geht in meine Karnevalskiste. Dafür kann ich den gut verwenden, ja. So. Jetzt möchte ich gerne mein Gesicht bronzen. Dafür verwende ich hier von Art Deco diesen Bronzer. Das ist das Bronzing Compact Long Lasting Powder Tüdelü mit Spiegel und Zweifach und Tatar. Und dafür verwende ich hier von Real Techniques meinen Bronzerpinsel, den ich liebe. Gehe ordentlich rein, denn ich sehe relativ tot im Gesicht aus, weil die Foundation doch etwas hell ist und trage mir den Bronzer schön derbe auf. So, Bronzer sitzt. Blushen wir mich ein bisschen oder auch ein bisschen mehr. Ich glaube, ein bisschen mehr ist da tatsächlich etwas, was ich jetzt präferieren würde. Ach so, ja. Was benutze ich eigentlich, ne? Da habe ich hier von Ditchy & Gold den Healthy Glow Rose Gold Blush von Seraphine Botanicals ist das der. Und dazu verwende ich den Luvia Prime Vegan Nummer 13. Römische Zahl natürlich. Pinsel. Das Pinselset von Luvia kann ich euch auch mal unten verlinken. Ich verlinke euch auch das Rose Quartz von BH Cosmetics. Die anderen habe ich noch nicht so gefunden. Ich durchforste und wenn ich was finde, steht es in der Infobox. Ich will mehr Highlighter. Echt. Ich hole mir gleich auch einen anderen. Gleich gibt es nochmal derbe Highlighter. Ja. Macht Claudi glücklich mit Highlighter. So, genug eskaliert. Wir gehen jetzt über zum Highlighter. Und zwar so richtig, weil das hier ist jetzt ja Babyface. So, dann nehme ich mir hier diesen Rose Quartz Highlighter-Pinsel und meine Revolution Rainbow Highlighter-Palette und eskaliere. Ein Regenbogen auf meinem Auge, ein Regenbogen als Highlighter. Oh ja, oh ja. Wie lange habe ich auf dich gewartet? Wo warst du all die Zeit? Ich habe dich so vermisst. Aber guckt euch das an, wie schön das ist. Das gefällt mir. So muss ein Highlighter aussehen. Mensch, ist das denn so schwer? Ja, dieses Grünliche, ne, ist natürlich ein bisschen krass, aber ich habe auch Grün unter meinen Augen, Leute. Ich glaube, das darf ich an dieser Stelle auch einfach mal. Nase. Nase. Oh, sie glänzt. Lippen. Mehr. Oh. Das gefällt mir. So muss es aussehen. So, last but not least kommen wir zu den Lippen. Ich habe einiges bestellt und einen Teil davon werde ich behalten, ein Teil davon kommt in die Verlosung und das werde ich auch jetzt gerade entscheiden mit euch. Zum einen habe ich hier diesen mega geilen Lolli bestellt. Guckt ihn euch an. Ist er nicht wunderschön? Das sind drei verschiedene Farben. Und normalerweise hätte der 12 Euro gekostet und jetzt hat er nur noch 3,60 Euro gekostet und ich finde den einfach hübsch. Farben sind auch cool.
Dann habe ich hier noch drei andere Lippenstifte. Einmal ist das hier dieser Powder Lip Balm. Das ist mit so einem Puffel vorne dran. Der hat vormals 8,90 € gekostet und jetzt nur noch 2,65 €. Das hier ist die Farbe Cake Pop. Und dann habe ich noch diese zwei Vinyl Lip Glosse, die eigentlich 9 € gekostet hätten und jetzt nur noch 2,70 €. Wunderschön, oder? Einmal in Grape Pop und in Fruity Punch. So, und mit in die Verlosung packe ich euch den Vinyl Lip Gloss in der Farbe Fruity Punch. Das ist ein schönes Rot. Tada! Und ich verwende jetzt, nachdem ich diesen Highlighter von der Hand entfernt habe, der einfach sich gerade ein bisschen krass drauf festgesetzt hat, dieses geile Lila. Und zwar ist es ja die Farbe Grape Pop. Richtig, richtig geil. Oh. Mensch, das ist aber ganz schön viel Verpackung. Das muss ich ja wirklich sagen. Das sieht hübsch aus, aber ist natürlich ein bisschen krass. So sieht er aus. Und das ist, ich weiß nicht, ob man das sieht, so ein Twister da drin. Wie so ein gedrehter, wie so ein gedrehtes Seil. Und den mache ich mir jetzt mal auf die Lippen drauf. So ein schönes, dunkel Lila. Der riecht jetzt nicht so unbedingt geil, ne? Hat so ein abgeflachtes Füßchen. Und ist sehr klebrig. Ja, das ist auf jeden Fall mal gewagt, würde ich sagen. Aber wenn ich so einen Augenlook habe, dann darf man auch mal ein bisschen auf den Lippen eskalieren. Also den Look, den ich jetzt geschminkt habe, könnte ich tatsächlich 1:1 genauso Karneval auf dem Zelt tragen, oder? Ja, das macht die Zähne vielleicht minimal gelb. Ja, es ist schon heftig, ne? Es ist ein Vinyl, das heißt, der wird ja auch die ganze Zeit dann glänzen. Ich weiß nicht, ob der jetzt trocken wird oder ob der so antrocknet. Das ist auf jeden Fall sehr bappig, ne? Aber ansonsten finde ich den ganz cool. Das sieht mir auf jeden Fall sehr anders aus. Das hier wäre jetzt tatsächlich mein fertiger Look. Ja, ich finde es ganz witzig. Also ich würde... Also das Augen-Make-up, davon bin ich wirklich begeistert, wie das aussieht. Das finde ich richtig cool. Wie gesagt, also du kannst diesen Vinyl-Lippenstift und diese Lidschattenpalette in diesem Video gewinnen. Alles Informative dazu steht unten in der Infobox. Schau einfach mal vorbei. Ansonsten hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat. Dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!